Hallo, ungewohnt schnell wieder ein neues Video von mir. Ich habe so zwar mir jetzt das Konzept von dem Video zuerst ein bisschen anders überlegt, aber es muss jetzt wieder ein bisschen umplanen. Ich wollte nämlich ein paar Bücher mehr vorstellen, als ich jetzt mache, aber ich glaube, ich schreibe zuerst mal den Blogbeitrag und rede dann in meinem nächsten Video. Ja, und außerdem war ich eben auf der Wiener Wollmesse und das habe ich aber schon früher vor ein paar Stunden fertig gemacht. Ich werde es jetzt einfach dann mal ein bisschen zusammenschneiden und wollte jetzt noch eine schnelle Einleitung geben, die schon wieder ein bisschen ausschweift. Aber ja, also eben ein paar Infos dann zur Wollmesse kommen. Und ich habe da ein Buch erwähnt, das kann ich euch jetzt eben noch zeigen schnell. Das habe ich mir vor kurzem gekauft. Das heißt eben Stirnbänder stricken von Susanne Müller, die glaube ich unter irgendeinem anderen Namen auch noch bekannt ist. Ah ja, super vorbereitet wieder. Paula. Genau, Paula. Paula strickt oder so, weil ihre Großmutter Paula heißt oder geheißen hat und die hat immer und überall gestrickt und deswegen ist ihr zum Beispiel ihr Instagram-Name Paula. Und ja, ich bin auch über Instagram auf dieses Buch gekommen. Finde es eigentlich sehr cool soweit, obwohl ich nicht weiß, ob ich wirklich jetzt Stirnbänder tragen möchte. Aber die Modelle sind recht nett. Und ich habe mir eben auf der Wollmesse habe ich mir Wolle gekauft. Ich war die ganze Zeit runter, gell? Für ein Projekt, das ich jetzt irgendwie nicht finde. Ah, das. Also für ein extra breites Stirnband. Das hier nämlich. Und dafür habe ich mir jetzt Wolle gekauft. Aber das schneide ich dann eben dazu rein. Diesen kleinen Wollfest-Haul. Zum We Are Knitters Silver Monk Sweater gibt es ja, im Moment Erfreuliches zu berichten. Ich habe es endlich geschafft, dass ich das Rückenteil fertig bekommen habe. Also ich habe. Ich weiß nicht, ob es was wird, weil, wie gesagt, ja, dieses Problem mit dem, dass ich viel weniger Reihen im Endeffekt gebraucht habe, um auf diese Länge zu kommen. Aber ich habe jetzt fast die ganzen Reihen, die ich eben weniger hätte, habe ich jetzt, bevor die Abnahmen waren, abgezogen. Und ja, dann habe ich mit den Abnahmen für den, also den tiefen Rückenausschnitt, also V ist, begonnen. Und von der Länge her passt es jetzt zusammen mit dem Vorderteil. Es war auch nicht schwer, diese Abnahmen zu stricken. Aber insgesamt schaut er schon recht breit aus. Und ich habe ihn in L gestrickt. Und deine Freundin hat ihn jetzt auch angefangen. Und ich habe ihr sehr, sehr geraten, dass sie ihn in M strickt. Und ja, ich habe vielleicht die Maschenprobe nicht gemacht davor. Und ich werde immer, ich schwöre es, ich werde jetzt immer eine Maschenprobe machen. Aber das Auftrennen, das geht jetzt nicht mehr. Also ich hoffe, es passt irgendwie so. Und jetzt bin ich eben schon beim Ärmel. Yeah. Auch beim Ärmel, den habe ich jetzt ein bisschen kleiner gestrickt. Also den habe ich jetzt in Größe M gestrickt. Und ich hoffe, dass das dann oben zusammenpasst. Aber ich glaube schon, weil es gibt keine Abnahmen oder so für irgendwelche Ärmel. Ansatzpunkte. Ja, bin ich sehr gespannt. Und wie gesagt, mit den Sachen von der Wollmesse, Wollfest, vom Wollfest habe ich dann eben auch noch genug Sachen zum Verstricken. Ich habe schon wieder einiges zum Tun. Und ich habe heute bei Wool & The Gang einen Cardigan bestellt. Ich wollte gar nicht, aber ja, auf Instagram habe ich ein Foto gesehen von jemanden und es war sehr cool und dann habe ich mich, ich wollte mich eigentlich nur registrieren und dann habe ich eben als Neukunde 15%, 15 Euro Rabatt Code bekommen, aber der gilt nur 3 Tage. Also ich wollte nicht bestellen. Boah, ich bin echt ein Werbeopfer, ein leichtes. Ja, wie gesagt, also es kommt jetzt noch der schnelle Haul von der Wollmesse und das nächste Mal, denke ich, werde ich ein paar neue Bücher zeigen, die ich bekommen habe. Und vielleicht schon das Paket von Wool & The Gang. Es bleibt super spannend auf meinem Kanal. Also dann viel Spaß. Ich wollte ja eigentlich mehr filmen auf der Wollmesse.
Aber bis auf die Zugfahrt habe ich dann nichts gefilmt. Aber mehr dazu kommt jetzt. Bleibt unbedingt dran. Tschüss. Okay, dann kommen wir zum Wiener Wollfest. Ich war am Samstag dort und es war Samstag und Sonntag. Und ja, bisschen außerhalb und ich bin ein bisschen umständlich hingefahren, aber egal. Ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Ich glaube, der Eintritt war ungefähr so 5 Euro, also ziemlich günstig. Ja, ich war noch auf keinem anderen Wollfest, deswegen ist es mir insgesamt jetzt eher klein vorgekommen. Aber ich habe jetzt nicht so den Vergleich, nur wenn ich halt mal bei anderen so diese Videos geschaut habe. Übrigens, ich wollte ja eigentlich filmen, aber nachdem dann eben schon auf der Homepage gestanden ist, dass man irgendwie das Fotografieren und so weiter nicht erlaubt ist und ich wollte dann irgendwie nicht extra fragen und irgendwie habe ich dann sowieso meine Kamera vergessen, weil, ja, ich habe gedacht, ja, dann nicht. Und dann habe ich sie sowieso vergessen. Also konnte ich da nicht filmen und ich weiß eben nicht, ob es erlaubt gewesen wäre, also ich habe es einfach sein lassen. Es waren, auf der einen Seite waren nur Wollanbieter, sonst waren auch noch einige Stoffanbieter, von meistens viele Jersey-Stoffe waren zum Beispiel, auch so Patchwork, ein Patchwork-Bereich war ein kleiner, ein bisschen Spindeln, ein bisschen Klöppeln, glaube ich, heißt das, oder? Mit diesen Fäden. Ja, mit diesen Fäden. Super Erklärung. Aber ich glaube, es war auch so ein kleiner Bereich. Also insgesamt war es schon ganz interessant, das mal zu sehen. Ich muss sagen, so von den Leuten, die waren auch sehr, sehr, sehr gemischt. Ich habe schon länger nicht mehr so viele Leute mit bunten Haaren auf einem Haufen gesehen. Also es waren wirklich so von, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber typischen bisschen älteren Strickdamen, bisschen echt zu jungen, hippen Hipstern oder halt jungen Mädels, die was eben trotzdem auch gerne stricken, also trotzdem, ja, egal. Ich rede jetzt nicht weiter, bevor ich irgendeinen Blödsinn rede. Also es war ziemlich bunt, das Publikum. Was ich ein bisschen schade vielleicht fand, ist, dass alles sehr, sehr ähnlich war. Also es waren eben sehr viele eben handgefärbte Sachen und ich weiß nicht, vielleicht ist auch das Sinn von so einer Messe, dass eben die der Plattform kriegen, aber ganz ehrlich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn da jetzt zum Beispiel ein Lana Grosser Stand gewesen wäre oder für diesen Skabell-Pulli suche ich ja eben auch Wolle Sand, ne, Sandgarn, keine Ahnung, auch in so einer Marke. Also es waren eben eher so in der Richtung eben, also keine großen Marken. Drops war vertreten, aber war sonst nicht so wirklich. Oder La Mana hätte ich auch gerne gehabt, aber ja, also keine Ahnung, ob die da überhaupt dabei sind. Und das in Wien ist jetzt ja auch noch nicht so groß. War trotzdem ganz nett. Vor allem habe ich eine recht simple Idee für das Stricken von einem Dreieckstuch bekommen. Ich glaube, ich habe es zwar schon irgendwann einmal gehört, aber jetzt habe ich es noch einmal mich daran erinnert, durch die, weil da war eben so ein Dreieckstuch bei einem Stand und ich habe gefragt, wie strickt man das, gibt es da eine Anleitung zu kaufen? Und die so, ja, nein, das ist total einfach. Also, da hat es mir eben erklärt. Vielleicht erkläre ich das später bei diesem Video oder ich mache nochmal ein extra Video dazu, zu dieser Tuchanleitung. Weil die ist echt recht cool. Ja, geshoppt habe ich dann doch auch etwas und zwar beim Stand von der Wollmeile. Die ist in Wien in der Taborstraße und ich habe allerdings, ich war schon mal in dem Geschäft, persönlich. Aber ja, war Zufall, dass jetzt die das waren. Also es ist dann schon schwierig, sich für einen Stand oder für eine Wolle zu entscheiden, aber eben da war eben dieses Tuch. Allerdings habe ich nicht die Originalwolle genommen, die die für dieses Tuch verwendet hat, weil ich verstehe es ja, dass das einen Preis hat, aber es war mir dann trotzdem ein bisschen zu teuer. Es hat sich super fein angefühlt und alles und ich hoffe, ich habe jetzt da nicht irgendwie einen Kompromiss gemacht, mit dem ich dann nicht zufrieden bin, aber die Wolle hätte halt, ich glaube, 80 Euro gekostet, also zwei Knäuel, eins davon so knapp 40 Euro. Und das war mir dann für ein Tuch, ist doch ein bisschen zu viel. Ich meine, ich verstehe es, ich verstehe den Preis, aber 80 Euro für ein Tuch ist halt, das muss ich mir ein bisschen länger überlegen. Und jetzt habe ich das hier gekauft. Das ist von
Schöppl, wobei Schöppl ist jetzt auch wieder größere Marke, gell? Naja. 6 Karat heißt das. Oh, drinnen steht ein Warnschild. Stricken kann süchtig machen. Okay, good to know. Das ist extra feine Merino-Schurwolle. Und ja, daraus wird eben mein Tuch entstehen. Ich hoffe, man kann die Farben erkennen. So viel Farbauswahl gab es bei denen da eh nicht, aber ich glaube, es passt. Und dann habe ich mir kürzlich noch ein Buch gekauft, das heißt Stirnbänder stricken von, weiß ich nicht, aber ich kann es unten verlinken. Und dafür habe ich mir das hier gekauft. Es ist so ein braun-ockerton. Ich habe es geschafft, nichts Graues zu kaufen. Und das ist ein pflanzengefärbtes 100 Gramm Alpaka in Mittelbraun, steht hier. Und gemacht hat das die Elisabeth Kaiser. Farbenspiel auf Seide heißt es. Ich kann das auch gerne mal unten verlinken. Also es ist wirklich sehr, sehr weich. Und ja, das wird hier mein Stirnband. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Also die waren, glaube ich, so rund um die 16, 17 € pro Strang. Und das auch so in dem Dings. Aber also es wird dann eben Stirnband. War auch wieder schwierig, sich für eine Farbe zu entscheiden. Zuerst habe ich so ein Bordeaux-Rot in der Hand gehabt. Das ist voll schöne Farbe, aber ich weiß nicht, ob ich sie trage. Und dieses Braun habe ich zwar auch noch nie, aber ja, mal sehen. Ach ja, und was ich noch gefunden habe, sind diese Dinger hier. Die wollte ich schon länger mal haben, aber wieder dieses Problem mit dem Entwicklungsland Österreich. Man konnte es nur sehr schwer nach Österreich bestellen oder gar nicht. Und ich habe es jetzt noch nirgends gesehen und das war da auch bei einem Stand. Und das sind eben so Klemmen eigentlich für die Fixierung von einem, ich habe jetzt nichts da, wo ich es zeigen könnte, von einem, wie heißt das? Himmel. Rundstricknadel. Von einer Rundstricknadel. Also, wenn man eben damit unterwegs ist, dann klemmt man die vorderen zwei Rundstricknadeln rein und dann kann da nichts verrutschen. Ich glaube, man versteht das Prinzip, oder? Ja, juhu, ich habe das gefunden. Und somit wäre mein Haul von der vom Wiener Wollfest auch schon wieder vorbei. Tschüss.